Der Bau eines traditionellen Spreewaldkahns. Der Bau eines Spreewaldkahns ist ein Handwerk, das schon seit mehreren hundert Jahren im Spreewald betrieben wird. Am Anfang wird natürlich ein entsprechender Baum benötigt, um die Bordwände für den Kahn herzustellen. Um einen kleinen Kahn mit einer Länge von etwa 7 Metern zu bauen, benötigt man eine gerade gewachsene Kiefer mit einer Länge von ca. 8 Metern und einem Durchmesser von 40 cm. Idealerweise ist der Stamm nicht entharzt worden, sodass das Holz bereits natürlich konserviert ist. In einem Sägewerk werden aus diesem Stamm 4 Bordwände geschnitten. Anschließend werden die Bordwände auf die gewünschte Stärke gehobelt. Zum Bau von Spreewaldkähnen vorgegeben und variiert je nach Größe des Kahns. Anschließend erfolgt der Zuschnitt der Bordwände, um beim Biegen die für einen Spreewaldkahn typische Form zu erzielen. Der Zuschnitt beendet, geht es ans Biegen der Bordwände. Dies geschieht traditionell über einem offenen Feuer, wobei die Bordwände feucht gehalten werden müssen. Um Druckstellen im Holz zu vermeiden, kann man Stahlbleche unterlegen. Ich verwende dazu 2 ausgediente Schrotsägen. Für 1 mm Materialstärke muss man etwa 2 Minuten Wärme zuführen. Das bedeutet, für eine 30 mm starke Bordwand benötigt man circa 1 Stunde beim Biegen.
stellen, die ganze Wärme zieht weg. Von der anderen Seite. Von hier, das ist der Wind. Ja, warte mal ab. Das soll ja auch nicht anmachen. Wenn es oben dampft, ist alles richtig. So, guck mal jetzt, ganz voll langsam runterlassen. Knapp. Geht, ne? Du warst stolz, ne? Jetzt wieder zwei Stock reinhalten. Nein, der Leier. Wenn die Bordwände gebogen sind, werden sie mit dem hinteren Steuerbrett verschraubt. Im vorderen Teil setze ich ein zweites Steuerbrett als Platzhalter ein. Dieses befestige ich mit Schraubzwingen. Das erleichtert die Formgebung des Kahns. Nach dem Verschrauben der Bodenbretter wird das vordere Steuerbrett entfernt. Am vorderen und hinteren Ende des Kahns werden die Bordwände mit Spanngurten auf die vorgesehene Breite zusammengezogen. Hier ist durchaus Vorsicht angeraten, da die Bordwände bei zu großer Zugkraft brechen können. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Schmalflächen gehobelt. Diese sind besonders wichtig für die Dichtheit des Kahns. Wenn die Flächen plan gehobelt sind, kann man die gespundeten Bodenbretter aufschrauben. Zwischen Bodenbrett und Bordwand wird eine Hanfschnur als Dichtung eingelegt.
du gehst hier noch ab. Wenn der Kahnboden fertiggestellt ist, werden das Bug und das Heckteil angefertigt. Beide bestehen aus Hartholz, in unserem Fall aus Esche. Beide Teile werden sehr stark beansprucht. Beide Teile müssen aufwendig manuell angefertigt und an den Kahn genau angepasst werden. Zum Abschluss erfolgt der Anstrich des Kahns. Als Erstanstrich ist Kienteer geeignet. Dieser muss erwärmt werden und auf die warme Oberfläche aufgetragen werden. Nur bei entsprechenden Temperaturen ist der Kienteer flüssig genug, um tief in das Holz einzudringen. Um den Kahn vor Fäulnis und Insekten zu schützen, kann ein weiterer Anstrich mit Schwellenöl erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass der Anstrichstoff die entsprechenden Zulassungen für Wasser- und Erdbau besitzt. In das Bug- und Heckteil werden die Ösen zur Befestigung der Ketten eingeschlagen. Nachdem die Anstrichstoffe getrocknet sind, muss der Kahn gewässert werden. In der Regel genügen 7 bis 10 Tage unter Wasser, damit das Holz ausreichend quillt, um eine vollständige Dichtheit des Kahns zu erreichen.